Guten Tag, mein Name ist Evelina Balzerak. Mein Name ist Fred Strittmatter, wir sind Rechtsanwälte bei BS Legal in Köln. Heute geht es um die Voraussetzungen einer Scheidung. Eine Scheidung ist immer dann möglich, wenn die Ehe gescheitert ist. Was das bedeutet, ist im Paragraf 565 des BGB, des Bürgerlichen Gesetzbuches, geregelt. Danach ist eine Ehe dann gescheitert, wenn die Lebensgemeinschaft zwischen den Ehegatten nicht mehr besteht. Das ist immer dann der Fall, wenn die Ehegatten seit einem Jahr getrennt leben und die Lebensgemeinschaft auch nicht mehr herstellen wollen. Dass die Lebensgemeinschaft nicht mehr besteht, wird vom Gesetz dann vermutet, wenn die Ehegatten seit einem Jahr getrennt leben und beide der Scheidung zustimmen. Es ist aber auch möglich, wenn die Ehegatten seit 3 Jahren getrennt leben, dann ist es egal, ob beide Ehegatten der Scheidung zustimmen. Dann kann quasi jeder Ehegatte unabhängig von der Zustimmung des anderen Ehegatten die Scheidung beantragen. Aber was bedeutet überhaupt Trennung? Trennung bedeutet, dass eine häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht und auch nicht mehr wiederhergestellt werden soll. Das ist natürlich am einfachsten zu bewerkstelligen, wenn die Eheleute in getrennten Wohnungen leben. Jedoch ist es auch möglich, die Trennung in der gemeinsamen Ehewohnung zu vollziehen. Dann reicht jedoch nicht getrenntes Schlafen und Essen aus. Jeder Ehegatte muss mit eigener Kasse für sich selbst sorgen. Ein gemeinsames gelegentliches Essen oder Unternehmungen im Interesse der gemeinsamen Kinder ändert nichts an der Trennung. Immer muss aber zumindest ein Ehegatte Trennungsabsicht haben. Das heißt letztendlich für Sie, dass Sie bereits vor Ablauf des Trennungsjahres über uns einen Scheidungsantrag bei Gericht einreichen können, sofern davon auszugehen ist, dass Ihr Ehegatte auch der Scheidung zustimmt. Sie müssen also nicht unbedingt warten, bis das Trennungsjahr abgelaufen ist, um den Antrag bei dem Gericht einzureichen. Bei weiteren Fragen können Sie einfach auf unserer Internetseite sich ein bisschen umgucken oder Sie rufen uns einfach an. Gerne stehen wir Ihnen dann auch persönlich zur Verfügung und klären Ihre weiteren Fragen mit Ihnen ab.